Hallihallo Leute, willkommen zur Karte der Woche. Ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, gestern kam leider kein Video. Ich hatte eigentlich eins geplant, tut mir wirklich leid dafür. Und ihr hört es vielleicht auch immer noch. Ich bin erkältet, ich bin noch nicht so ganz wieder fit. Wollt mir aber die Karte der Woche nicht nehmen lassen und mit euch über eine coole Karte aus Flames of Destruction diskutieren. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und morgen geht's dann weiter mit dem regulären Video-Schedule. Hoffentlich zumindest, sofern meine Stimme nicht meint, sie müsste wieder abschalten. Und als kleines Goodie machen wir dann Samstag und Sonntag jeweils noch eine zusätzliche Folge Band. Ja, heute schauen wir uns wie gesagt eine Fallenkarte an aus Flames of Destruction und zwar Red Reboot. Wenn der Gegner eine Fallenkarte aktiviert, annulliere die Aktivierung und falls du dies tust, setze die Karte verdeckt. Dann kann er eine andere Falle direkt von seinem Deck setzen. Für den Rest dieses Spielzugs, nachdem diese Karte aufgelöst wurde, kann der Gegner keine Fallenkarten aktivieren. Du kannst diese Karte von deiner Hand aktivieren, indem du die Hälfte deiner Lifepoints bezahlst. Ja, Red Reboot ist also eine Fallenkarte, die wir endlich mal von der Hand aktivieren können, wie wir das beispielsweise schon von Evenly Matched kennen oder von der neuen Impermanence-Fallenkarte aus Flames of Destruction. Großer Vorteil hier, es ist eine Konterfallenkarte. Das heißt, es ist die schnellste Karte im Spiel und der Gegner kann eigentlich nur darauf reagieren, indem er eine andere Konterfallenkarte hat. Der große Vorteil, wie gesagt, ihr könnt sie von der Hand nutzen. Ihr müsst sie nicht erst setzen. Das heißt, Gegner kann sie nicht zerschießen. Also MST, Twin Twister, stört die Karte schon mal nicht. Ihr hebelt damit im Prinzip das große Problem der Fallenkarten im aktuellen Format aus. Sie sind eigentlich zu langsam. Ihr könnt es euch meistens kaum leisten, eine Karte wirklich einen Zug lang gesetzt zu lassen, bevor sie was bringt. Denn, ja, wie gesagt, entweder wird die Karte zerschossen, bevor sie dann effektiv ihren Effekt nutzen kann, oder aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr sie dann benutzen möchtet, ist es eigentlich schon zu spät und ihr hättet den Zug früher gebraucht. Darum Fallenkarten, es werden momentan ja relativ wenige gespielt, außer ihr seid jetzt irgendwie ein Altergeist-Spieler oder Trickster. Trickster spielt auch relativ viele Fallenkarten im Vergleich. Ansonsten sind die doch eher spärlich gesät im Moment. Ja. Was haben wir auch noch? Es gibt kein wirkliches Drawback bei der Karte. Es ist nicht wirklich so, dass die Karte einen extremen Nachteil hat. Ja, absolut. Die Karte gibt eurem Gegner Zugriff auf eine x-beliebige Karte aus seinem Deck. Also eine x-beliebige Fallenkarte. Natürlich. Aber es ist wirklich so ein großes Problem. Ich meine, er kann die Karte aufs Spielfeld setzen, kann sie aber für den Rest des Zuges nicht aktivieren. Genauso wie er keine anderen Fallenkarten in diesem Zug mehr nutzen kann. Grundsätzlich habt ihr einen ganzen Zug lang Zeit, die Karte loszuwerden. Mit MST, Twin Twister, einem Spiral Sleeper, mit dem neuen Topologic Trispanner, der alle Zauber- und Fallenkarten auf dem gegnerischen Spielfeld einfach mal aus dem Spiel entfernt. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, mit dem fertig zu werden. Das andere ist, ihr könnt so halt dann wirklich große, große Threats für eure Strategie abwenden. Ihr habt die Möglichkeit, in eurem eigenen Zug, und sogar wenn es der erste ist, auf Fallenkarten des Gegners zu reagieren. Etwas, was im Moment relativ schwierig ist ohne Red Reboot, oder schwierig war bis Flames of Destruction. Und euch halt auch dann, wenn ihr Second geht, nicht einen Nachteil verschafft in dem Sinne, sondern euch mitspielen lässt, euch Handtraps nutzen lässt, die wirklich auch gegen Fallenkarten sehr, sehr gut sind. Die ganze Sache hier, der Red Reboot, ist natürlich auch ein relativ starker OTK-Enabler. Also ihr könnt die Karte an irgendeine x-beliebige generische Fallenkarte anhängen, sie negieren und für den Rest des Zugs habt ihr Ruhe vor allen Fallenkarten. Ihr könnt eure Spielzüge durchziehen, ihr müsst euch nur noch vor Handtraps fürchten und habt somit eigentlich schon mal halbwegs freies Feld. Könnt eure Spielzüge machen. Eine super Sache. Natürlich hat die Karte auch ein paar Nachteile. Wie gesagt, der Gegner kriegt eine x-beliebige Fallenkarte aus seinem Deck, die er dann im nächsten Zug potenziell gegen euch benutzen kann. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, speziell weil er dann halt Zugriff auf seine Side-Deck-Karten hat und die direkt von seinem Deck setzen kann, im Spiel 2 und 3 beispielsweise. Also, sagen wir mal, wir spielen gegen,
ein Pendulum Magician spiele und können uns halt dann direkt die Pendulum, die Dimensional Barrier vom Deck aufs Spielfeld setzen. Das ist natürlich gut. Frage ist halt, überlebt der Spieler von Red Reboot diesen Zug, den er verliert, um dem Gegner dann wirklich mit der Dimensional Barrier wirklich gefährlich zu werden? Das ist so ein bisschen die Frage. Weiterer Nachteil der Karte, das ist ein bisschen ein tricky Nachteil. Sie negiert nur die Aktivierung von Fallenkarten. Ihr könnt die Karte nicht aktivieren, wenn nur der Effekt einer Fallenkarte aktiviert wird. Beispielsweise, weil die Karte bereits offen auf dem Spielfeld liegt, wie das bei Altergeist Fallenkarten beispielsweise der Fall sein könnte. Oder auch Fallenkarten, die sie vom Friedhof aus aktivieren. Und auch da wird nicht die Karte, sondern der Effekt der Karte aktiviert. Beispielsweise Trickster Reincarnation. Also alles Karten, die ein bisschen tricky sind, um sie mit Red Reboot auszukontern. Dafür ist einfach nicht gemacht. Trotzdem ist es eine sehr, sehr gute Karte. Ihr habt die Möglichkeit, die Karte gegen viele, viele andere guten Fallenkarten einzusetzen. Ich habe euch mal ein paar rausgesucht, die, ja, doch immer mal wieder mal gesehen werden. Evenly Matched, dagegen ist sie besonders verheerend. Ihr verhindert nicht nur den Effekt von Evenly Matched, der euch das ganze Feld zerpflücken würde. Ihr verbietet dem Gegner zusätzlich die Nutzung von Fallenkarten für den ganzen Zug. Und ihr habt ihm die Battleface geklaut. Er hat keine Battleface mehr, er hat nur eine Mainface 2 und dann ist eigentlich auch schon wieder euer Zug. Also die Karte gegen ihn, die matcht, Hammer. Die Karte gegen Altergeist, haben wir im Deckprofil schon erwähnt, Hammer. Ihr verliert gegen diese Karte, weil ihr einfach für den ganzen Zugang praktisch nichts mehr machen könnt. Und ich glaube, das ist fast das Deck, das am meisten unter dieser Karte leiden wird, Paläozoisch. Ihr kennt das Deck, nur Fallenkarten. Und damit bastelt man sich seine Xyz-Monster. Die Fallenkarten müssen anketten an andere Fallenkarten, um ihre Effekte nutzen zu können, sich selbst zu specialen. Es gibt kaum ein Deck, das so stark auf Fallenkarten vertraut wie Paläozoisch. Und Red Reboot dagegen ist schon echt fies. Ihr negiert nicht nur die Paläozoisch-Karte, die gerade aktiviert wurde, nein. Ihr verhindert auch, dass die anderen Paläozoisch-Karten im Friedhof und in dem die gesetzten Karten, dass die genutzt werden. Und da die Karte zurückgesetzt wird, verstopft ihr ihm unter Umständen sogar das Spielfeld. Also eine ganz angenehme Geschichte eigentlich. Aber auch gegen Trickster ist es eine gute Karte. Ihr könnt die Reincarnation, die euch gerade die Handkarten klauen will, im First Turn abwehren. Etwas, was normalerweise nur Drolland Lockbird bisher hingekriegt hat oder eben die Ash Blossom. Eine wirklich sehr, sehr gute Karte. Wo es halt dann wieder schwierig wird, ist halt wie gesagt, wenn die Reincarnation im Friedhof liegt, dann wirkt Red Reboot nicht mehr. Was auch noch ein kleines Manko an der Karte ist, wenn ihr es halt dann nicht schafft, in diesem Zug das Spiel für euch zu entscheiden oder wirklich Vorteil zu erarbeiten, ist die Karte halt tendenziell einfach ein Minus 2. Ihr verliert Red Reboot. Gegner verliert keine Karte, denn seine Fallenkarte wird zurück aufs Spielfeld gesetzt. Und der Gegner bekommt noch eine Karte aus seinem Deck. Macht also letztlich plus 2. Ihr macht, dann halt einfach Minus. Die Lebenspunkte, die sind nicht ganz so schwierig. Das ist sogar eher ein Pluspunkt, finde ich, für die Karte. Ich persönlich bin ein großer Fan von Effekten, die man aktivieren kann, indem man die Hälfte der Life Points bezahlt. Denn das bedeutet, egal wann ich die Karte ziehe, ich werde sie immer benutzen können. Die Hälfte meiner Life Points kann ich immer bezahlen. Es sei denn, ich habe nur noch einen einzigen Life Point übrig, was aber in meinen 16 Jahren Yu-Gi-Oh! Ehrlich gesagt noch nicht einmal vorgekommen ist, auch nicht als wir Solemn Judgment noch auf 3 hatten. Von daher ist das etwas, worüber ihr euch wahrscheinlich eher weniger Gedanken machen müsst. Also grundsätzlich, Red Reboot lässt sich immer aktivieren. Von der Hand, vom Spielfeld, super Sache. Ich würde die Karte grundsätzlich eigentlich nicht im Main Deck spielen. Ich denke, dafür ist sie, zumindest im aktuellen Format, nicht gut genug. Oder sagen wir es anders, wir haben im aktuellen Format zu wenig gute Fallenkarten, gegen die man sie einsetzen könnte, die Main gespielt werden. Häufig wird Evenly oder Dimensional Barrier weggesided. Oder ihr trefft auf den Trickster-Spieler, der halt dann seine Fallenkarten Main spielt. Oder den Altergeist-Spieler, der ebenfalls viele Fallenkarten im Main-Deck hat. Dann könnt ihr sie natürlich sofort reinsiden. Ich sehe aber keinen Grund dafür, die Karte im Main-Deck zu spielen. Zumindest im Moment nicht.
Für mich eine absolute Side-Deck-Karte. Eine sehr, sehr gute und eine sehr interessante Side-Deck-Karte. Und schön zu sehen, dass es nur eine Super-Rare ist, die man sich durchaus für, ich glaube, 1, 2 Euro organisieren kann im Moment. Also eine wirklich, ja, hübsche, nette Side-Deck-Variante. Das war meine Meinung. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören, was denn eure Meinung zu Red Reboot ist. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von euch zu hören. Und wir hören uns dann hoffentlich morgen beim nächsten Video wieder. Da dann mit der ersten Folge Band zur neuen Bandlist mit dem Astoraf Zauberer. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich sehr drauf. Und ja, danke fürs Einschalten. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.